Tag, Servus, Moin und Hallo zum Donnergurgler. Hier geht's wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht und normalerweise doch Spaß machen. Das ist aber eher mal wieder so Meinung, Stand der Dinge, Updates zu Meinungen, die ich schon mal von mir gelassen habe. Mache ich ja selten, aber irgendwie hatte ich mir das anders vorgenommen, aber jetzt mache ich es doch wieder. Warum, wird sich hoffentlich im Laufe des Videos so ein bisschen aufklären. Zum einen willkommen an die vielen neuen Abonnenten. Schön, dass Trendsurfen wohl bei YouTube, wie oft beschrieben, auch funktioniert. Denn eins ist auch klar, für jeden YouTuber, der zu diesem Thema was rausbringt, das hat immer auch was mit Eigennutzen zu tun, seine Meinung hier in die Kamera zu lassen, denn diese Themen treiben sich über die Schlagworte dann oder Text dann doch ganz gut durchs Netz und jeder, der was anders behauptet, ist dann seine Meinung. Meine Meinung ist, why not? Und ob ihr es euch anguckt oder nicht, ist euch überlassen. Und genauso ist es mit den Set-Vorstellungen. Einen interessiert es, den anderen nicht. Ich finde es schön beim Bauen und ich gucke mir auch andere Meinungsvideos an. Und durch das, dass ich viele andere Meinungsvideos und Texte und Podcasts jetzt zu dem Lego vs. Cuman Thema, also steingemachtes Container festsetzen, Kids for Bricks und was da alles mit reinläuft, da habe ich sehr früh ein Video zu gemacht und denke, jetzt mache ich mal so ein kurzes Update. Und finde es schon mal schön, dass unter meinem Video Spenden als Aufschrei gegen Lego, die Diskussion eigentlich alle, weil da wurden ein paar harte Diskussionen geführt, aber alles in einem Rahmen, wo ich sage, passt für mich. Danke dafür. Und genau, da muss ich jetzt aber auch gleich einhaken. Ich bin, wie gesagt, ziemlich Newbie in dieser Klemmbaustein-Szene-Community-Bubble, sagen wir jetzt mal. Und bin in anderen Bubbles unterwegs, sowohl Sammler-Bubbles als auch ganz andere Themen. Und was man halt einfach sehr schnell merkt an dieser Community, Noppensteine sind ein Gesellschaftsphänomen. Also das, man hat es da nicht mit einer Wertebasis zu tun, sondern es ist halt einfach, ja, da sitzt der kleine Nazi genauso zu Hause und baut sein KZ aus Noppensteinen wie ja, wie jemand, der halt seinen Ferrari baut oder normale Dinge. Von daher ist diese Community für mich keine Wertebasis, sondern sie ist erstmal einfach nur ein Spiegel dieser Gesellschaft. Und da bin ich etwas erstaunt, dass sich so viele jetzt wundern, dass es da Hate Speech gibt, dass es da Beleidigungen gibt. Hey, Leute, seid ihr nicht im Internet unterwegs? Eine Woche Twitter und man sieht, wie diese Gesellschaft aktuell diskutiert oder mit welchen oder Teile dieser Gesellschaft. Von daher erstaunt mich das jetzt nicht. Ich finde es schön, dass unter meinem Video nicht so ist, aber da muss ich auch sagen, wenn ein Thorsten, und ich will ihm jetzt keine Naivität unterstellen, aber wenn ich solche Ansagen mache, dann wundert mich nicht, dass der Zoll solche Mails bekommt, dann wundert mich nicht, dass Lego eine Wall of Hate hat, und da reden wir bei weitem nicht mehr von der Shitwall, sondern das ist schon wirklicher Hass, der denen entgegenkommt. Das ist gang und gäbe, das ist nicht schön, da kann man sich drüber aufregen, aber zu glauben, dass das, wenn man solche Aufrufe oder wie sie gemacht wurden, macht, dass die nicht so eintreten, finde ich naiv. Auch bei dem letzten Statement. Und ich finde Thorsten einen tollen Typen. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber wenn ich mir die Videos anschaue, auch seine Meinung und so weiter, gehe ich da meistens d'accord. Aber dann zu sagen, okay, schreibt nicht den Zoll an und im nächsten Moment den Anwalt ins Feuer zu setzen, um dann dahinterher zu sagen, aber seid friedlich, das wird nicht funktionieren. Also so funktioniert der Mensch im Internet irgendwie nicht. Da mag Anonymität natürlich eine Rolle spielen. Genau, also ich finde es im Großen und Ganzen ein bisschen naiv, die Aussagen, seid friedlich zueinander. Es ist schön, wenn jeder friedlich zueinander ist, aber es hauen sich auch Leute auf die Mütze, weil sie einen anderen Fußballverein angehören. Und genauso ist es hier und genauso ist es in der Politik. Wir reden in dieser Community nicht von einer Wertegemeinschaft. Und das wird einem spätestens klar, wenn man sich mal 2-3 Monate in der Bluebricks-Facebook-Gruppe aufgehalten hat
Oder auf unterschiedlichsten Communities, der Chauvinismus, Sexismus, Homophobie, alles schön vertreten und wird auch irgendwie gar nicht kommentiert, sondern ist halt so. Also ich sehe hier keine Wertegemeinschaft, sondern der gemeinsame Nenner ist Noppensteine. Und da gibt's, ich finde das Wort Fanboy sehr schwierig. Ich nenne sie Lego-Ultras oder Alternativ-Ultras. Also bei Fußballfans ist es so, die Ultras sind die, die alles, jedes Spiel mitnehmen, und ähnlich ist es bei Lego-Menschen oder Menschen, die ja, Lego verfallen sind, sagen wir. Kurzum, das wird weiter so sein. Und sobald weiterhin aufgerufen wird oder klar gemacht wird, wo der Anwalt seine Probleme hat, und ich finde das auch problematisch, dass ein Anwalt damit wirbt, gute Kontakte zur Staatsanwaltschaft und zum Zoll zu haben. Aber ja, keine Ahnung, auf was es abzielt. Dann kriegt's halt das Vorzimmer des Anwalts ab und die PR-Abteilung des Anwalts und nicht die von Lego. So, wo ist der Unterschied? Also genauso ist es. Ich habe keine Ahnung über Q-Man. Das ist eine chinesische Firma. Die werden jetzt auch nicht das gleiche Werteverständnis haben wie ich. So. Von daher, bei Lego weiß man's. Mensch, dass sie ein Großkonzern sind und so agieren bei Q-Man, keine Ahnung. So, ich finde es erstmal gut, wenn es Alternativen gibt. Wenn sich in 2 Jahren rausstellt, Q-Man, keine Ahnung, passt nicht auf Arbeitsschutz auf oder irgendwas, dann wird es mich nicht wundern, wenn sowas kommt. Ist halt dann so. Punkt. Und sie sind eine Alternative. Genau. So viel zu dem Thema Community und diesem, ja. Ich finde es schön, wenn man sich sachlich und auch hart diskutieren kann, aber die Gesellschaft funktioniert aktuell nicht so. Und das jetzt nicht erst seit letzten Jahr. Genau, das mal zu diesem Thema ganzen, was da alles an Community-Sachen so in den letzten Tagen von sich gegeben wurde. Und am meisten, wenn ich mir diesen Fan-Talk angeguckt habe, mit Henry von Klemmbaustein in Lyrik und von Promoprix, der Kerl. Ja, wenn ich so einen Fan-Talk mache, dann lasse ich halt das Thema weg. Mich hätte der Designer auch sehr interessiert, und seine Aussage mit, ja, mir haben sie auch schon mal Sachen beim Zoll festgehalten, hat jetzt auch nicht weitergeholfen. Und die Provokation von Promoprix am Anfang auch nicht. Das, was er dann einstecken musste, war natürlich eine harte Nummer. Man hat ihm auch angesehen, dass das nicht spurlos an ihm vorbeigeht. Aber dann lasse ich entweder das Thema einfach mal prinzipiell weg, weil der Designer war die ärmste Person in diesem Chat irgendwie. Der hatte gar nichts damit zu tun. Und ich fand es toll, was der für Sachen baut. Genau, aber das hat schon auch blockt die Leute. Also wenn sie nur rumtrollen und Leute beleidigen, weg damit. Also so funktioniert das Internet. Und fertig, so ist da meine Meinung zu. Und alles andere hat für mich so ein bisschen Naivität oder den Glauben an eine Menschheit, die ich so in der Gesellschaft nicht sehe. Ich habe auch einen Glauben an die Gesellschaft, aber trotzdem verkauft die Bild-Zeitung jeden Morgen ihre Zeitung. Punkt. Dann zu dem ganzen Thema, ja, Q-Man versus Lego. Wo im Prinzip Johnny's World oder Steingemachtes irgendwo zwischen den Kampf von Giganten gerutscht ist. Denn Q-Man scheint jetzt in Asien kein kleiner zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass ich bin auf Thorstens Seite so, aber das ist kein Selbstläufer, habe ich das Gefühl. Also selbst wenn sie die normalen Lego-Figuren nicht rausziehen, haben sie immer noch den Joker. Der Friends-Figuren, die haben zwar keinen 3D-Schutz, aber welches davon ist die Lego-Figur und welches ist die Q-Man-Figur des Lego-Friends-ähnlichen Systems? Wenn die so da sind, ja, welche ist es? Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, okay, die den Stab da oben hat, aber ansonsten, ich weiß nicht, ob ein bisschen die Beine dicker oder dünner machen, da reicht. Klar, wenn ich den Kopf drauf setze, wird's schnell klar, welche der Bubblehead ist. So. Aber es wird kein Selbstläufer, glaube ich, diese Sache zu gewinnen. Wir reden immerhin davon, okay, die hat nur einen Designschutz und keine 3D-Marke, also die Lego Friends-Figur,
Aber auch der Designschutz ist kein Pappenstiel. Wenn man einfach mal das Markenrecht genehmigt, dass der Telekom in Deutschland oder teilweise darüber hinaus jeden abzumahnen, der federführend Magenta in seinem Logo benutzt. Und wir reden da von einer Grundfarbe des CMYK, des M in CMYK. Also alles, was Offsetdruck ist, benutzt Magenta. Trotzdem ist es möglich, ermöglicht, dass der Telekom jeden abzumahnen, der diese Farbe federführend in seinem Logo benutzt. Von daher gibt es da jetzt schon fiese Nummern in diesem Marken- und Designrecht. Ob das alles so cool ist, da kann man drüber diskutieren. Ich bin auch jemand, der eher aus der Open-Source-Welt oder aus der Creative Commons-Welt kommt und finde es auch schade, dass es solche Lizenzen jetzt mal bei Mockern nicht gibt, zu sagen, okay, ich bin Mocker und will meinen Teil bekommen, ich bin Mocker und fühle mich geehrt, wenn jemand meine Sachen rausbringt. Und da gibt es Lizenzen, die das zulassen würden. Und es gibt auch Lizenzen, die das kommerziell zulassen. Aber die haben bisher noch keinen Einzug geschalten, weil sich gerade über Markenrecht gestritten wird und alle über einen Kamm geschert werden. So. Das Ganze kann natürlich oder wird für Lego natürlich, ist es jetzt keine kleine Nummer, wenn über 400.000 Euro Spenden für Kids for Bricks zusammenkommen mit der klaren Ansage, so, das ist auch ein Zeichen gegen Lego. Es sind dann aber trotzdem im Endeffekt nur 11.500, ein bisschen über 11.500 Menschen, die gespendet haben. Und ob das jetzt für Lego dann im weltweiten Vergleich so eine große Nummer ist, wenn sich da 11.000, 12.000 Leute drüber aufregen, sei dahingestellt. Eine gute Promo ist es nicht, aber Lego hat auch die finanziellen Mittel zu sagen, okay, dann lass mal die Container für 400.000 Euro verschrotten und dafür spenden wir für 1 Million Bricks. Das kann genauso passieren. Also ich sehe es nicht als Selbstläufer, ich sehe es als tolle Möglichkeit, die Thorsten da ins Leben gerufen hat, einfach mal ein Zeichen zu setzen. Spendet weiter, finde ich gut. Und habe auch überhaupt kein Problem, dass also Kids instrumentalisieren, sehe ich da überhaupt nicht, weil was haben die Kids für einen Nachteil davon? So, man könnte jetzt darüber diskutieren, wenn das Ganze für ein Flüchtlingslager auf Lesbos das Zeichen wäre, ob dabei genauso viele Gelder zusammengekommen wären, wo wir wieder bei einer gleichen Wertebasis einer Community sind. Aber ich finde es erstmal völlig legitim, diesen Schachzug zu ziehen und ich hoffe, dass er gut ausgeht und diese Container freigegeben werden und Lego sich besinnt und merkt, diese Schlacht wollen sie nicht gewinnen oder so. Keine Ahnung. Andererseits ist es eben, wie gesagt, wäre es toll, wenn es einfach mal geklärt ist. Und darauf scheint es Thorsten ja auch anzulegen, das zu klären, um ein sauberes Business aufzubauen. Und das finde ich schön, dass er diesen Anspruch hat, ein sauberes Business aufzubauen. Genau, das war dieses ganze Thema zu Kids for Bricks, Steingemachtes. Einfach mal nochmal ein Update meiner Meinung dazu. Und dann habe ich noch ein anderes Meinungsvideo mal gemacht zum Thema Go Bricks China und Mod Bricks und die Prigamo GmbH dahinter. Die Prigamo GmbH hat versucht, sich die Go Bricks Marke in Europa oder in Deutschland zu reservieren oder einzutragen. Und hat sich dann ja auch hingestellt und gesagt, ja, wir haben die Genehmigung von GoBricks und wir machen das, also GoBricks China und wir machen das zusammen. Davon scheint wohl, so wie es klingt, GoBricks China nichts gewusst zu haben, weil die haben jetzt vor ein paar Tagen oder gestern einen Brief veröffentlicht auf ihrer Webseite, wo sie eben schreiben, dass sie von Fans aus anderen Ländern mitbekommen haben, dass jemand versucht, unter dem Namen GoBricks zu agieren, sie die Leute mittlerweile. Die verdächtigen Leute mittlerweile ausfindig gemacht haben und gegen die vorgehen. Das klingt jetzt nicht so, als wüsste GoBricks China irgendwas von dem, was ja, Modbricks, sagen wir jetzt mal, oder die GmbH dahinter hier verlauten hat lassen. Das heißt jetzt noch nicht, dass Modbricks nicht vielleicht sogar mal mit irgendjemand bei GoBricks, mit irgendjemandem drüber gesprochen hat. Das will ich Ihnen gar nicht unterstellen. Aber die Geschäftsleitung oder die Juristen der GoBricks wissen wohl nichts davon. Von daher hat es, wie gesagt, ein Geschmäckle und eben sowieso das Thema, dass GoBricks für eine bestimmte Art von Qualität stehen, eben die Steine von ModBricks nicht gerecht wurden. So.
Dazu auch dieses Update. Und jetzt hoffe ich, dass irgendwann wieder ein bisschen Ruhe einkehrt und wir uns über die schönen Dinge der Welt oder die schönen Dinge, die die Welt nicht braucht, unterhalten, um wieder in die Klemmbausteinwelt einzutauchen. Aber warne eben auch davor, nur weil man alle Noppensteine mag, heißt es noch lange nicht, dass man eine gleiche Wertebasis hat. Lasst es euch gut gehen, das war der Dornan-Gurgler. Bis zum nächsten Mal und klemmt euch nicht die Finger ein. Ciao.